So, Finale gegen Lex Sidrima. Ich glaube, wir werden seinen Traum zerstören, oder? Ich glaube auch. Spielen wir das Skelett? Na, wir wollen es doch in den Op Wandel opfern, oder Und nicht? gehen dann rein. Okay. Schon, ne? Garantiert auch ein bisschen Schaden. Es ist so, dass wir es unbedingt auf der Hand haben wollen, weil wir es abwerfen. Irgendwann stirbt es eh. Oh. Was ist deine zweite Farbe? Grün? Muss grün sein, ne? Geht auch rot. Nee. Eher grün als rot, Eher grün weil. als rot. Ja, okay. Viele Menschen, oder mit viele, manche eine nennen das auch die Toffee. Leider ja. So. Ist schwarz. Schwarz wie Oh. die Nacht. Gutes Deck, gute Farbe hat er sich ausgesucht. Man soll ja immer nur schwarz-weiß draften. Oh, er spielt Abyssin und Emrakul. Und Liliana. Dann können wir in die nächste Runde diese Spirits machen. Das ist eigentlich ganz cool. Und dann kriegen wir Leben, machen wir Schaden, kriegt noch mehr Leben. Haben wir jetzt Angst vor irgendwas? MG wieder Shieldmate. Wir haben schon einen. Ist der Innistrad? Ja, ne? Nee, der ist Eldritch Moon. Ist der Eldritch Moon? Finde, man muss nicht mit dem Evangel angreifen. Ja, okay. Oh, wir haben hier keine Wahl. Perfekt. Ah, ja, okay. Was hältst du davon, erst den Unhollow zu spielen? Nicht viel, ne? Ja, wenig. Du willst jetzt trotzdem blocken? Ja, aber er wird doch nicht angreifen. Okay. Aber so können wir nächste Runde angreifen. Glitzernder Tormentor. Okay. Ah. Na, dann legen wir jetzt die. Ich muss immer die Lenser legen. Wegen. Und dann können wir tauschen hier zwei gegen einen Schaden, oder? Mit Ja. der Evangel im Spiel und so. Ich glaube, ja, jetzt können wir auch angenehm mit dem Skelett blocken, einfach weil es immer wieder kommt und wir können jetzt den Schaden sparen, wenn der Lancer weg ist. Lancer passt auch sehr gut aufs Board, oder? Da müssen die Tormentors zurückbleiben. Wenn sie angreifen, können wir immer noch mit dem Skelett blocken. Nächste Runde können wir dann Unhallowed spielen und die Evangel flippen. Das geht. Es gibt übrigens einen Vorteil, wenn man shuffelt. Und zwar. Wenn du Mulligan auf 6 nimmst und nach unten scryst, kannst du die Karte wieder mischen. Haben wir das gemacht? Nö, aber so generell. Ist das nicht wertlos? Ist es nicht wertvoll? Man nimmt, was man bekommen kann. Gerade in der heutigen Zeit. Gerade ja, da, wo ihm immer alles weggenommen wird. Oh. Jetzt muss ich aber zuerst den spielen. Nein, ich spiele nicht mal den Unhollowed, der wird riesig. Ja, okay, wir spielen zuerst den Hauen. Geht der Lenzer jetzt rein? Da macht er sich den Token, ne? Sagt er für mich oder für alle? You control. Ja, dann macht er sich halt den Token, aber den wird er sich irgendwann eh machen. Schon, ne? Wir wollen ja nicht, dass wir nicht angreifen können, ne? Ja, müssen uns halt ein bisschen durchschneiden. Aber das ist schon fair, doch, ich glaube schon. Sind ja auch live-technisch noch echt weit vorne. Das wird auch nicht schlechter. Mit dieser Evangel und Haunted Dead und so. Selbst wenn jetzt ein Trick kommt, können wir immer noch die Lancers reinwerfen. Ist schon sehr unwahrscheinlich. True. Also, was soll er denn jetzt haben? Gibt, glaube ich, nichts. Na, er könnte halt plus 2 bis 2 auf den Hornet machen. Ach so, ja, genau.
Und ich, Moment, weiß nicht, haben wir denn Lust, diese Evangel überhaupt zu flippen? Weil wir bringen viel mehr Sachen ins Spiel, als wahrscheinlich sterben werden. Vier Mana. Sechs Mana. Fünf Mana. Was passiert? Nervigste wäre, wenn irgendwas, das fliegt. Das ist Dark Salvation, oder? Nee, Ruthless Disposal. Ah ja. Ah, da können wir leider nicht. Achso, können wir so nicht. Das ist ja 13. Okay. Aber also, wenn du das Skelett flippst, Das Skelett fliegt. das Skelett opferst, dann saugst du zweimal. So würdest du einmal saugen. Lohnt sich das nicht schon fast? Aber dann macht der vier Schaden. Ah, okay, dann machst du es nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht, ne? Nee. Das Skelett saugt ja auch noch mal, wenn es jetzt blocken würde. Dafür hat unser Gegner Delirium erreicht. Kreatur, Instant, Land, Sorcery, ja. Das heißt, zumindest irgendwas wird getappt. Aber solange kein Flieger an Start kommt, ist eigentlich alles ganz cool. Und selbst wenn, ich meine, der Evangel ist auch so eine Art von diesem Vengeance Enchantment. Ein bisschen teurer und rücksichtsloser, aber. Mensch, da unser Gegner ist schon so ängstlich, dass er zumindest nicht mit dem Taumeter angreifen kann. Ja. Und der kann jetzt den Spirit tappen. Aber wir werden mit dem Geist angreifen, oder? Mit dem Skelett. Weil wir Bock drauf haben. Kein Kredit, aber willst du nicht damit blocken? Ich glaube nicht, dass er angreifen kann. Ich glaube, wir werden uns hier genüsslich Leben ziehen. Oder den Schaden mehr machen. Ja. Und spielen das. Und da haben wir jetzt auch nichts dagegen, wenn unser Undead stirbt. Das stimmt, es ist schon sehr angenehm, solange der Disciple draußen liegt. Die Wange hat mich echt überzeugt und weg. Ja, das stimmt. Die war königlich. Passt ja auch gut rein. Da sieht man auch daran, dass sie eine weiße Vorder- und eine schwarze Rückseite hat und welches Text man sie tun muss. Ja. Da sind doch die Zauberer nicht. So, dead weight. Classic. Ja, mein Gegner auf dem Grand Prix hatte den draußen und ich konnte Deadweight drauf spielen. Und dann war Deadweight auf diesem Taumeter drauf. Und er hat gefragt, wenn er jetzt den Taumeter umdreht, ob er dann stirbt. Und ich meinte, er stirbt. Ja, ob das Deadweight in den Nein, Friedhof nein, nein. geht. Erstmal, mich hat er gefragt, ob es stirbt. Und ich meine, der Tormund, der stirbt, aber er soll einen Judge rufen, um sicher zu sein. Weil ich kann ihm alles erzählen. So, und dann meinte er, ja, okay, ruft den Judge. Und dann kommt der Judge und er fragt den Judge die Frage, wenn er den Tormund umdreht, ob das Deadweight in den Friedhof geht. Und das ist natürlich super awkward, weil die Antwort des Judges muss natürlich ja sein, aber nicht aus dem Grund, weil der Hexproof hat. Also er dachte, er hat Hexproof entferntes Ja. Enchantment, weil man nichts draufspielen kann. Aber die Antwort des Judges war natürlich ja, aber es war nicht die Antwort, also das, was dem meinem Gegner weitergeholfen hat. Großartig. Und er hat dann umgedreht und ist er gestorben. Und dann meinte der Judge, wenn du den Judge eine Frage stellst und er immer noch da bleibt, um zu sehen, was passiert, solltest du deine Frage überdenken. So. Aber wir greifen immer noch mit den drei Sachen an, oder? Es gibt, glaube ich, keinen Grund, hier den reinzuopfern. Jedenfalls nicht für diese beiden Karten, ne? Nö. Und wir könnten überlegen, ob wir einfach den Geister umhalten. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Der tappt ja auch jede Runde was, ja. Die einzige Argumentation wäre, dass der Geist uns gerade nicht wirklich interessiert. Weil er tappt halt einen Spirit, das ist ein Damage weniger, aber wenn zum Beispiel unser Gegner einen 2-2-Flieger legen würde, wäre das ein bisschen schlechter. Und blocken wird er eigentlich nicht. Das ist nicht so notwendig, oder? Was sagst du? Naja, man muss es nicht machen, aber es macht das Leben nicht sehr viel einfacher.
Das macht es jetzt einfacher, klar. Aber es könnte sein, dass es dann später durchaus viel schwieriger wird. Wenn er jetzt zum Beispiel so einen 3-3-Flash-Flieger wirklich legt. Dann greift doch erstmal an. Okay. Na, no, das ist ein fairer Deal. Ja. Ah, jetzt gibt's hier Plus oder was? Ah. Ja. Machen wir das auch, um den Spirit zu retten? Den Spirit zu retten? Okay. Das machen wir auch. Ich habe hier keine Furcht. Ja, das Skelett stirbt ja leider trotzdem. Er hat übrigens. Na, das ist doch schön. Er hat übrigens doch diesen Shieldmaiden, ne? Hatten wir nicht vorhin uns gefragt, ob es sich lohnt, mit dem anzugreifen? Ich vermute mal, er hat ihn seitdem auch da. Und wollte uns irgendwie dazu tricksen. Shieldmaiden ist auch sehr gut, weil das den anderen Shieldmaiden einfach blocken kann. Ist aber ein Maid und keine Maiden, ne? Ja. Geh mal nach Australien und red dir alle Leute mit Maiden an. Yo, Maid. Oh, oh. Emerald Cole, not even close. Ja, das. Dafür splasht man also schwarz. Aber auf den? Das interessiert mich ja wirklich gar nicht. Das ist sogar nett, dann kriege ich noch einen. Einen Trigger, ne? Ja. Oder um es in den berühmten Worten zu sagen, I couldn't care less. So. Aber wir machen nicht viel. Haben wir denn Lust, so einen Zombie umzubringen? Nee, eigentlich, wenn wir jetzt den Skelett legen und blocken, dann können wir das Haunted Dead wiederbringen und noch das Skelett auf die Hand nehmen. Also das Skelett auf die Hand nehmen und so. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Dann behalten wir den Swamp auf jeden Fall auf der Hand. Und das Dead Weight brauchen wir so nicht. Okay, 6. Und im Moment gibt es ja auch noch so zwei Fronten. Es muss der Disciple sterben und die Spirits. Mhm. Ja, der 2-Mana Vanilla, der nichts macht. Ja, die Schlinge wird nicht unbedingt weiter, die um seinen Hals liegt. Was macht eigentlich der dritte Modus? Oh. Welch Glück. Welch Glück. So. Na, stellst du dann jetzt alles rein, oder was? Ich denke schon. Das reicht doch, ne? Unser Gegner hat nur Handkarten. Wir machen 4 Schaden und machen noch 2 durch den. Selbst wenn unser Gegner einen mehr hätte, könnte man noch unsere eigene Kreatur deadweighten. Falls wir da richtig Lust drauf haben. Guck mal, jetzt ist der arme Toffelgeist schon am Jumpen. Sieht auch so ein bisschen aus wie ich. Ich akzeptiere genauso. Okay. 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 Ausgebrannt. So. Funktioniert auch von Runde zu Runde besser, unser Deck. Man hat erst gedacht, ne? Na gut, muss ich sagen, deine letztwöchigen Gegner haben auch mehr cooleren Stuff gemacht. Im Schnitt schon, ja. Also, man könnte nicht sagen, dass sich unsere Gegner übelst angestrengt hätten. Gibt es einen Grund, hier irgendwas zu wechseln? Ich möchte nochmal kurz folgendes Argument bringen. Ja. Wenn wir Peace of Mind haben, ja, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass wir an der Triskel-Dule kommen. Wollen wir vielleicht Cemetery Recruitment gegen ihn haben? Weil es ein relativ grindiges Match werden könnte? Nochmal. Also, würdest du die denn spielen, wenn du 4 Lone Rider hast? Leider ja. Oh, 3? Nein.
Cemetery Recruitment. Weil du denkst, dass das Spiel länger geht, ja? Ja, und mit so einem Noosecraft-Mob, der wieder rausholt. Oder, meine, so, Evander ist doch Keycard, den müssen wir doch im Schnitt wiederholen. Was wollen wir denn nicht? Das ist auch sehr gut. Ja, schon, ne? Vielleicht nicht, ne? Also ich kann schon sehen, wie wir die Karte haben wollen. Vielleicht ist... Also dazu kann ich es nicht sagen. Ah, es wäre schon Verrat. Ich sehe es schon ein. Wir probieren es einfach so. Na klar. Oder? Genau. Wir haben ja auch nichts, was wir früh unbedingt wiederholen können. Wir können den wiederholen. I guess. Den... Wir wollen kein Skelett. Wir wollen hier nichts rausnehmen. Wir können das rausnehmen und das sah eigentlich okay, die gehen aus. Wir können Katar rausnehmen. Vielleicht will man Katar rausnehmen, weil es viele 2-3er gab. Ja, ach klar. Und on the draw ist der auch ein bisschen schwächer. Ja. Okay, hast mich überredet. I'm just... Aber mit Katar würden wir die Hand auch nicht halten. Oh ja. Na. Oh ja. Leider nein. Der Plan ist klar. Vielleicht ist es besser, die rauszunehmen, weil unser Gegner zumindest auch ein paar Live-Swing-Options hat. Haben wir welche gesehen, oder? Ja, wir haben zumindest Second Death gesehen. Aber er spielt halt schwarz-weiß, ist schon wahrscheinlicher, dass da... Das stimmt, na, das sind die Farben für Lifelinks. Und das, was Leben macht, oder so Lifelinker sind ja auch super nervig. Ja, du kommst exakt genau richtig. Könnte man so sagen, ne? Würdest du jetzt brocken? Nö, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Was soll er halt machen? Taucht er halt seinen komischen Trick. Aber unsere Reserve, die wird gut sein. Und der sah, dass es gut war. Oh. Okay. Also wir müssen noch 7 Schaden machen. Das kann nicht so schwer sein. Nur die Frage, wie wir jetzt blocken. Ruthless Disposal. Beide Token. Wir müssen auf jeden Fall den Lifelinker wegkriegen. Der stört. Es kann sein, dass die Phobia in dem Spot nicht besonders gut ist. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten diesen Griffin equippen. Das Problem ist, dass wir dann so ziemlich alles in einen Korb werfen. Andererseits, viel mehr Körper haben wir ja nicht. Das stimmt, die Korbanzahl ist relativ gering. Weil man könnte das Skelett legen und dann sagen, okay, man blockt und nimmt es wieder, aber das führt auch echt nirgendwo hin. Insofern, Griffin, Korb, einer. Und was soll unser Gegner schon haben? Land, Destroy, abgesaugt, angegriffen. Ja, aber selbst dann können die eintappen, das Kreaturen alle auch nicht so wirklich angreifen. Und dann legen wir nächste Runde den Dragoon und equippen ihn wieder. Sag mal, gab es eigentlich Throttle in Shadows oder in Istrad? Nee, ne? Throttle in Shadows. Doch, ich glaube ja. Habe ich nie wieder gesehen, glaube ich. Ich glaube, die Karte haben sie rausgenommen. Aus Flavorgründen. Ja, man findet man nur noch einen Booster und das ist ein großes Set. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Aber doch, Throttle gab's. Ich glaube auch, ne? Ziemlich sicher. Aber du hast recht, jetzt wo du es sagst. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen.
Hoffentlich spottet unser Gegner jetzt, damit er uns die Frage beantworten. Man muss ja sagen, du siehst jetzt von diesen Shadows. Ups. Man sieht von diesen Eldritch Moon-Karten so viel, weil es ein kleineres Set ist und man hat zwei Booster. Im Verhältnis sieht man natürlich weniger von den anderen Karten. Ja. Musst du nicht schon doppelt, also blocken? Ja. Die Elite. Wahrscheinlich die Elite, ne? Weil die später noch das Problem wird, ne? Na gut. Das macht übrigens auch einen Enchantment kaputt. Ja. Schade. Wir müssen den legen und ausrüsten. Nee, das macht, glaube ich, gar nichts. Nee, das macht nichts, das stimmt. Ich glaube, wir können hier das Skelett legen. Und ausrüsten. Das können wir nicht ausrüsten, wenn wir es annehmen. Hättest du es ausgerüstet, wenn du es gekonnt hättest? Ja, nee, dann hätte ich den gespielt. Aber so können wir immer noch hoffen, dass wir den Fuchs blocken, einmal hier jumpen, auf 8 gehen, den Mob legen. Aber so gehen wir auf 6, 4 und ziehen den sind kaputt, I guess. Ja, na gut, aber dann haben wir doch jetzt schön herauskristallisieren können, wie wir boarden. Nehmen wir das da. Das ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, wir wollen schon ein bisschen mehr Card Draw haben. Mhm. Finde ich echt gut. Und den rauszunehmen, finde ich immer noch okay. Ja. Das haben wir gerade gesehen. 1-1er, 3-1er. 1-1er. Ja. Would you like to play first? Okay. Nicht das Allerschönste. Dafür bist du. Man, right on time. Wir könnten auch den Ghoulseed abwerfen und direkt einen 4-4 anspielen. Das ist die einzige Chance. Kostet auch nur 3 Kärtchen. Machen wir nicht, oder? Nee, machen wir wirklich nicht. Was ist das? Die Elite. Hatte sie nicht einfach eine Malevolence verdient? Man könnte halt theoretisch sagen, dass wir das nächste Runde machen. Damit wir noch einen Schaden mehr machen. Den Schaden würde ich nicht machen. Wenn man irgendwie einen Turbo rausholen kann, aber das finde ich sehr ambitioniert. Dann muss er ja genau irgendwie 2-3er legen. Im Moment haben wir sowieso nichts vor. Die will ich schon wegmachen. Das ist richtig. Wenn ich so nah, hast du auf jeden Fall was vor. Was denn? Na, was du ziehst. Ja, aber es muss halt exakt ein 4-Drop sein. Ah, okay. Ich glaube, es ist ein gutes Verhältnis. Ja, dann können wir die Spieler noch ausnehmen. Plus 1 ist 1, minus 1, minus 1. Das hier. Triple Flying. Triple Flying? Achso, rein da. Das müsste so Hyperflying geben. Für so Sachen, also so große Drachen. Es gibt ja so Vögel und dann gibt es richtig große Drachen. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass so Karten mit Reach einen großen Drachen blocken können. Na, aber geht es da jetzt um die Höhe oder um die Kraft? Ja, um die Höhe. Ja, aber so ein großer Drachen fliegt nicht unbedingt höher als ein Vogel. Ja, aber ein Vogel kann vielleicht noch mit Reach geblockt werden oder so. Ich weiß nicht. Ja, manchmal. Andenkondor fliegt bis zu 10.000 Meter hoch. Ich zeig mir mal die Spinne, die so hoch kommt. Der Andenkondor.
Of course. How can I miss that? Jetzt werden wir keine Länder mehr ausspielen, weil wir Lust haben. Also Prizen, das nimmt er nicht. Aber wir haben noch eine Concoction im Spiel. Das weiß er ja nicht. Jetzt ist interessant, wie machen wir denn das? Wir töten den. Was ist denn die Intention, das da drauf zu legen? Hass. Was ich meine ist, gibt es nicht einen Grund, warum er das macht? Er will doch, dass wir das hier wegmachen. Er gibt mir mal nicht so viel Kredit. Was macht denn ein 3-3er Lifelink? Skalk. Ja. Er wollte einfach reingehen nächste Runde. Oder glaubst du, es kommt gleich das übelste Monster, was du nicht mehr kaputt machen kannst? Ich verstehe halt nicht, warum er das machen wollte, wenn er weiß, dass wir sowieso das Free einfach wegmachen können. Ja, welche Kreatur kann er denn haben, die wir jetzt nicht besiegen können? Ich weiß nicht. Irgendeinen Sechsdrop. Abyssen. Größere Abyssen. Runa. Es gibt schon genug Sachen, die wir nicht töten können. Wie gut ist denn Deadweight auf den? Ist das nicht ausreichend? Ja, das sehe ich wiederum ein. Na los. Es wäre dann dumm, wenn der Gegner irgendwie plus 3 plus 1 macht und den Block, weil dann müssten wir beides benutzen. Aber dann wäre wahrscheinlich auch das Enchantment nicht gespielt worden, oder? Wenn das 3 bis 1 sowieso ausreicht, um den zu töten. Ja, ich glaube, das können wir machen. Oh Gott. Warte mal. In dem Booster. Ach so, nein, das war der Booster mit der Elvis, wo auch dieser Wrath drin war. Ne? Okay, das war nicht diese Woche. Wir spielen aber gut. Wir haben sogar die Möglichkeit auf Delirium, weil wir einen Swamp abwerfen, noch eine Karte mühlen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch eine Kreatur ins Spiel kommen. Aha! Den wollen wir wahrscheinlich umbringen. Je nachdem, was wir jetzt sehen. Oh. Ich glaube, wir töten die einfach, oder? Ja, in dem Sumpf. Willst du dann noch Duress spielen? Für Safety Reasons? Oder ist es zu schwach? Ich glaube, das ist einfach zu schön, minus 2 zu geben, zu drain. Ich glaube, Duress macht, glaube ich, nichts. Discard a card. Hey, wir haben Delirium erreicht. Sweet. Bam, auf 4. Ja, und das sollte ausreichen. Wenn jetzt nicht noch irgendwas total Absurdes kommt. Yay! Nicht schlecht, nicht schlecht. Richtig schönes Brot- und Butterdeck, finde ich. Das stimmt. Ohne viel Kirschen obendrauf. Aber die Kirschen machen es ja nicht, haben wir gelernt letzte Woche. Nicht auf dem Brot- und Butterdeck. Ja. Haben wir uns ein bisschen redeemed. Aber zugegeben, das Deck war auch ein bisschen besser. Es hatte keine Emerson und kein Emrakul. Okay, vielleicht mehr Emrakul. Die Lancers mussten eh nichts finden. Ja, Vanilla Lancer. Okay. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und wie gesagt, in dem Deck werden wir den Rachefeldzug zocken, wenn wir nochmal so ein Deck haben. Und dann sind geil, wie eigentlich so zwei völlig verschiedene Decks in den gleichen Farben auch unterschiedliche Sachen machen und Karten haben. Also, das stimmt. Man lernt auch so Karten schätzen, die sonst vielleicht eher untergehen würden. Okay, geil. Vielen Dank.